Ja, Leute, hiermit darf ich euch wieder herzlich willkommen heißen, hier in der Nähe von Etretat. Und zwar, wir befinden uns gerade hier in Memorial de Bruneval. So, und hier sehen wir natürlich noch ein altes Schiff von der vom Zweiten Weltkrieg. Und ich befinde mich gerade hier auch in Bruneval, so nennt sich die Gegend hier in Frankreich. Und ich stehe gerade hier vor einer wunderschönen alten Kapelle, denke ich mal. Also die ist sehr, sehr schön restauriert, gerade mit dem Grau-Weiß. Das steht gerade vor mir, also einfach nur traumhaft, mit Worten gar nicht so zu beschreiben. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter, aber macht euch mal einen kleinen Blick auf die wunderschöne Kapelle da oben. Das ist die wunderschöne Kapelle. Richtig toll und neu restauriert. Und schaut euch mal an, wie toll das aussieht. Gerade mit diesem riesengroßen Berg vor mir. Also der sieht auch wirklich klasse aus. Richtig top, Leute. Ja, und vor mir ist natürlich auch dieses alte Schiff vom Zweiten Weltkrieg. Ja, und das ist hier eine Gedenkstätte. Und da würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, und was ich natürlich eben noch kurz so ein bisschen gelesen habe, und ich habe gerade noch mit einem netten Mann noch gesprochen gehabt, und zwar war das eine ehemalige Radarstation 1943, und die Alliierten haben natürlich das hier eingenommen, und zwar war das eine Radarstation der Deutschen. Das Schiff, was wir uns gleich besichtigen, ist natürlich ein Nachbau eines britischen Landungsbootes. So, und 12 Meter lang ist es, 3 Meter breit. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, Leute, das ist das hier. Wow, sieht das nicht toll aus. Ist zwar jetzt nur ein Nachbau, wie ich jetzt gerade gelesen habe, aber es ist wirklich ein tolles Teil trotzdem. Also wenn man mal so schaut, so, mein Gott, ist Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier, wie toll das aussieht, ne? Und dann noch hier diese Schlaufen. Toll. Richtig toll hier. Ja, und dann noch der hohe Berg hier. Der sieht natürlich auch klasse aus. Ja, hinten sind natürlich die Propeller hinten für den Antrieb, damit der echt vorwärts kommt. Hier kam damals hier das wie Qualm raus, ne? Ja, aber es sieht wirklich, wirklich toll aus, das Ding hier. Richtig toll. Ja, und wenn man bedenkt, wie die Leute hier alle hier drin saßen in den Schiffen, die ganzen Soldaten saßen natürlich damals alle hier, natürlich mit Angst und Furcht, klar. Ja, und hier ist natürlich Disbronze. Ach, hier kann man drauf drücken. Was passiert denn jetzt? Ne, passiert nichts. Ja, auf jeden Fall, das war hier wahrscheinlich hier für den Anker. Leute, das sieht richtig klasse aus. Ja, und hier hat man natürlich noch so eine Art Lenkrad, wo man natürlich auch das Schiff hier, ne, gesteuert hat. Vorwärts. Hier ging es natürlich ab. Hier kann man auch drauf drücken, aber es tut sich nichts. Okay, da steht drauf 1942. 2022, das heißt also 2022. Wurde das hier gebaut, der Nachbau. Schon heftig. Boah. Schon heftig. Tja. Und hier saßen die ganzen Soldaten hier, ne? Aber ich denke mal, die Platte war nicht da gewesen. Ich denke mal, dass die Platte weg war. Oder die konnten sich darunter verschanzen. Wegen Schuss und so. Schutz. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall. Schöner Nachbau. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier vor uns ist auch direkt das Meer. Hier haben wir natürlich auch, kann man auch drauf drücken, aber es kommt nirgendwo was. Nö. Ja, und was haben wir hier? Ach, ein wunderschönes altes Foto hier. So. Hier sind auch noch jede Menge Sachen, Geschichte, was man hier so ein bisschen lesen kann.
toll. Ja, Leute, ob das noch was gewesen ist vom Zweiten Weltkrieg, da bin ich mir echt unsicher. Ich schaue mir das einfach mal gemeinsam an mit euch. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal runter. Mal gucken, was das sein kann. Ja, auf jeden Fall haben wir hier natürlich das schöne Meer. Das sieht man natürlich. Und guck mal, wie toll das aussieht. Die haben extra schön gemacht, dass man natürlich auch hier runtergehen kann, ne? Also einfach traumhaft. Und guckt euch mal die dicken Felsen an da vorne. Also traumhaft. So, da gehen wir doch jetzt mal runter. So. Also das sieht ziemlich alt aus hier, das Haus. Boah, und ich rieche auch schon wieder das Meer. Ich rieche schon wieder das Meer. Das ist wieder so extrem. Eskaliert Charles de Gaulle. So, das ist natürlich, ja, sieht aus wie ein Lost Place, aber das ist ein richtig altes Häuschen hier, wenn man so schaut, also ne, da oben, ganze Dach ist schon weg. Ja, hier geht man natürlich hier komplett runter und man sieht natürlich hier auch eine wunderschöne Aussicht hier von diesem ganzen Meer. Ja, und hier ist natürlich noch... da kann man wahrscheinlich reingehen. Ich weiß es gar nicht. Das sieht so aus wie ein kleines Museum oder so. Ich bin da echt... da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung. Weil hier stehen noch zwei PKWs. Da müssen wir mal gucken. Ja, Leute, ich habe gerade mal geguckt. Ich bin gerade mal so halb drin gewesen. Und da waren noch ein paar Sachen drin. Und hinten waren Leute, die waren natürlich am Reden gewesen mit Privatsachen. Und ich denke mal, dass das hier noch einem gehört. Also... Es ist auf jeden Fall kein Lost Place. Obwohl es so aussieht, als wäre es eins. Es ist aber kein Lost Place. So, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, das sieht natürlich auch wunderschön aus von hier. Und gerade oben hier mit den Kreidefelsen. Man sieht natürlich auch, dass viel abgefallen ist hier. Ne? Das sieht man natürlich. Ja, und jetzt stehe ich hier. An der nächsten Küste, die ganzen Möwen oder Albatrossen, die sind hier natürlich am Krähen hier. Ja Leute, es ist unglaublich, wenn man so schaut, wie groß die Felsen da unten sind. Und man sieht natürlich auch, wie gefährlich das ist, wenn man jetzt natürlich unten lang geht, wenn natürlich die ganzen Brocken oben runterfallen. Also ich glaube, wenn man unten lang geht und ein paar Felsen sollen runterkommen, ich glaube, da hat man da echt keine Schnitte. Ja, ich würde so gerne mal so ein bisschen hier lang gehen. Und, aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das mal. Wir gehen einfach mal hier unten lang. Was hält ihr davon? Ich würde sagen, komm, wir machen das einfach. Ja, Leute, ich bin jetzt hier unten an den ganzen Steinen hier. Und ihr seht, wie hoch das hier ist und die ganzen Brocken, die hier liegen. Also Wahnsinn. Ja, wir liegen aber auch wunderschöne Steine hier. Also richtig tolle, wunderschöne, dicke Steine liegen hier. Und die haben natürlich auch was. So, und jetzt gehen wir mal einfach mal hier so ein bisschen hier lang. Und ich hoffe, durch die Kamera kann ich euch so ein bisschen was zeigen oder so ein bisschen virtuell mitnehmen, wie toll das hier ist, wie toll das aussieht. Ja, da gucken wir jetzt einfach mal, wie schön das hier aussieht. Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. So, ich schalte mein Mikrofon mal ein bisschen so, sonst hängt er zu tief hier unten an meinem Bäuschelchen. So, und ich gucke jetzt gerade hier, wie es hier aussieht. Also die Steine sind natürlich richtig toll. Und bis hierhin geht das Wasser auch eigentlich toll. Auch hier. Also das hat wirklich etwas. Natürlich bis da vorne hin möchte ich jetzt nicht gehen, weil es wirklich zu gefährlich ist. Boah, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Ich gehe aber trotzdem mal hier auf den Stein mal ein bisschen rum. Das können wir ja.
Ja, wenn ich dann sehe hier, wie die kleinen Muscheln dann hier alle an den Stein kleben, das sieht auch total kurios aus. Aber gut, das ist halt Natur, ne? Das ist halt die Natur. Boah, Leute, toll. Und die Luft hier, die ich hier einatme, könnt ihr mal ungefähr ein bisschen nachvollziehen. Dieses Salz in meiner Nase. Boah. Boah, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal ein bisschen hinten zu dem Wasser hin und ich werde mal so ein bisschen Wasser ins Gesicht tun. Das mache ich jetzt. Ich brauche das Wasser ins Gesicht. So, gucken wir mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ach, Leute, einfach nur geil. Einfach nur der Burner. So, jetzt werde ich mir ein bisschen was Wasser, werde ich mir ein bisschen was geben hier. Schön ins Gesicht rein. So, Leute. Ein kleines bisschen nur. Ugh, ist bisschen, aber sehr glatt hier. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. So, oh, Leute. Schön klar das Wasser auch. Na. Das klingt toll. Und meine Mütze mal ausziehen. Oh. Na. Na. Puh. Das tut so gut hier. Boah, was tut das gut? Tolle Entscheidung. Eine sehr tolle Entscheidung. So. Wie schön sieht das aus hier? Wie toll sieht das hier aus? Wirklich, Leute, das sieht so schön aus. Das kann ich euch gar nicht wiedergeben. Auf der Kamera hier gar nicht. Und natürlich auch wieder die riesengroßen Felsen hier. Ja, Leute, wenn ich bedenke, wie viele Millionen Jahre alt das hier alles ist. Und guckt euch mal die dicken, fetten Brocken hier an, die hier runterfallen. Also irre, die hier runtergefallen sind. Guckt euch die Dimensionen an. Also ich stehe ja gerade hier vor und ich weiß nicht, ob das rüberkommt über die Kamera. Auf jeden Fall muss man sich bedenken, die ganzen Brocken, die sind hier alle runtergefallen und das sind alles Sandsteine, so Sandsteineart, ne? Und dazwischen sind noch ganz dunkle Steine dazwischen. Da sieht ihr zum Teil hier alles, ne? Also Wahnsinn. Ja, das ist die Natur und wenn man bedenkt, Millionen Jahre alt, 20 Millionen Jahre alt, denke ich einfach mal, so alt ist das hier. Das ist unglaublich, unglaublich. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter, weil es natürlich auch ein bisschen was zu gefährlich ist, näher ranzugehen, weil es braucht wirklich irgendwas Abfallende oben. Und schon hat man den Salat und das möchte man einfach nicht riskieren. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal weiter und macht euch aber trotzdem mal ein eigenes Bild. Und ich schwenke euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit. So, da schaut ihr mal an. Schaut euch das mal an. Was für dicke, fette Steine hier rumliegen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel einer wiegt? Und wenn die von oben runterklatschen. Boah. Da möchte man gar nicht wissen, was das für ein Knall gibt. Wenn hier so ein Brocken runterknallt. Und deswegen. Das sieht doch schon sehr, sehr brüchig aus alles. Aber so sieht es natürlich von hier aus. So, Leute. Ich würde sagen, ich beende nun dieses kleine, tolle Video. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Gerade oben mit dem Bötchen, das sah echt toll aus. Ja, und wo ich gedacht hatte, wäre vielleicht ein Lost Place. Es ist aber kein Lost Place. Das habe ich natürlich auch zufällig jetzt gesehen. Bei der Gedenkstätte.
Und ja, da wohnt auf jeden Fall, da wohnt einer drin und es brannte sogar Licht da drin. Also, wenn das in Deutschland gewesen wäre, da wären wahrscheinlich die ganzen Urbexer alle schon in dem Haus drin gewesen. Naja, ich würde sagen, lasst ein Like da und ein Abo, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Fuchs der Touren, Matthiot und schwing der Hut. Ciao.